Corona, es gibt ein Thema, was ganz, ganz viele so ab dem Alter 50 vor allen Dingen beschäftigt, wenn es dann doch um Vorsorge geht, Darmkrebs. Und ich weiß, jetzt könntest du mit mir hier 2 Stunden drüber sprechen. Ich würde es gerne ein bisschen spezifischer angehen und mal den Dickdarm betrachten. Woran kann man Dickdarmkrebs festmachen? Woran erkennt man es? Also jetzt die Klinik des Dickdarmkrebs, einer der häufigsten Symptome ist eine Änderung der Stuhlganggewohnheiten. Das heißt, wenn ein Wechsel von Durchfall zu Verstopfung auftritt, was vorher nie da gewesen ist und immer wieder kommt. Das ist ein führendes Symptom. Zum anderen Bauchschmerzen. Das ist meistens der Ort, wo der Krebs oder der Tumor sitzt. Der kann dann die Tumorschmerzen machen. Und diese Symptome sollten schon den Gang zum Arzt veranlassen. Was der Arzt dann jetzt im Labor sehen würde, ist, dass eine kleine Untersuchung oder beziehungsweise 2 kleine Untersuchungen sind schon ausreichend. Ein kleines Blutbild, darin wird der Arzt unter Umständen eine Eisenmangelanämie sehen. Mhm. Und dann jetzt im Stuhlgang könnte er dann gucken, ob da Blut verloren geht. Das ist dann die Untersuchung bzw. die Testung auf okkultem Blut. Und anhand dieser Parameter lässt sich dann eine Verdachtsdiagnose ableiten, ob Dickdarmkrebs vorliegt. Und daraufhin sollte dann eine Dickdarmspiegelung veranlasst werden. Das sollte man am besten zum Allgemeinarzt oder auch zum Internisten. Und weil das sind jetzt Untersuchungen, das sind keine Spezialuntersuchungen. Das sind Untersuchungen, die einfach durchführbar sind. Jetzt im Gesamtschau mit der Anamnese und so weiter oder jetzt hier auch die Untersuchung des Stuhlgangs, das kann jeder Allgemeinarzt ohne weiteres veranlassen. Was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Also der Dickdarmkrebs ist im Großen und Ganzen gut behandelbar, wenn er operabel ist. Also egal, auch ob es jetzt hier Organmetastasen sind, die Leber ist ein Organ, das häufig befallen ist, selbst da, wenn man auch mit bis zu, ich sag mal, es gibt auch Fälle, wo mehr als 10 Metastasen sind, dass man die dann auch noch behandeln kann, so dass man eine gute Prognose hat. Also wenn man das operieren kann, ist immer das Ziel dann eine Kuration, eine Heilung. Wenn das nicht der Fall ist von Anfang an, zum Beispiel weil die Metastase zu groß ist oder weil es anatomisch ungünstig liegt, dann kann man eine Chemotherapie machen, damit der Krebs kleiner wird. Und dann kann der Chirurg einfacher operieren. Und wenn das dann auch nicht möglich ist, können wir mit den Therapien, die uns heute zur Verfügung stehen, in Kombination mit Immuntherapien, das sind Antikörper, die für diese Situation zugelassen sind und auch Wirksamkeit zeigen, das Überleben der Patienten entscheidend verlängern, also über Jahre hinweg. Aber man muss sagen, es sind nicht Therapien, die man 3 oder 6 Monate macht und dann hat man diese Prognose, sondern es ist eine kontinuierliche Behandlung. Aber es sind auch gut verträgliche Therapien weitestgehend, sodass es dem Patienten und dem Organismus und den Organen auch zumutbar ist, mit der Therapie zurechtzukommen und den Krebs halt im Schach zu halten. Klingt für mich erstmal gut. Na, ich habe da ja ein bisschen Hoffnung, was das betrifft und dann weiß ich halt, okay. Ein bisschen älter, dann doch mal früher drauf gucken und dementsprechend dann Vorsorge betreiben. Danke dir.